und Schnackball. Hey. Servus und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und oh, irgendwie ist heute ein ganz besonderer Tag. Also zumindest macht man das nicht alle Tage. Wir werden nämlich heute Pilgrims Züchterin besuchen. Die hat Nachwuchs bekommen. Also ein Pferd von ihr hat Nachwuchs bekommen, nicht sie. Ein kleines Friesenfohlen. Und wir nehmen uns das jetzt schon so lange vor, dass wir da mal wieder zu ihr fahren. Und ja, heute passt es. Ich werde jetzt gleich auch eine Freundin abholen. Und ich bin schon gespannt. Das Wetter ist leider nicht ganz so bombastisch für nachmittags, abends. Hat es auch etwas Regen gemeldet. Das heißt, wir fahren wirklich früh morgens los. Haben schon eine gute Strecke vor uns. Es geht nämlich in ein ganz anderes Bundesland, nämlich nach Kärnten. Und ich würde sagen, ich laber gar nicht lange rum, sondern ich mache mich jetzt direkt auf den Weg. Bin eh wieder schon ein bisschen zu spät. As always. So, ich habe meinen Gast abgeholt. Hi. Die Theresa, die kennt man, glaube ich, mittlerweile auch schon. Und wir haben uns gerade was zu essen geholt, unter anderem Erdbeeren, haben der Züchterin auch noch eine Kleinigkeit mitgenommen. Auch andere Dinge. Ein Frühstück und jetzt machen wir uns weiter auf den Weg. Wir haben jetzt ungefähr noch 2,5 Stunden Fahrt vor uns und ja, hoffen, dass das Wetter irgendwie halbwegs durchhält und es dann nicht zu regnen anfängt. Und ja, magst du noch was sagen? Ich bin nur müde. Ja, wir sind jetzt noch immer am Weg und es ist einfach so schön hier. Also man fährt wirklich fast die Hälfte der Strecke durch irgendwelche Täler, kommt sich vor, als ja, ist das ganze 20 Jahre früher, überall die Kühe, dann wirklich so ganz kleine Wörtchen. Also ja. Bitte auf der Straße bleiben, konzentrieren Sie sich aufs Fahren. Jetzt wollt ihr die Wiesen fahren. Und wir sind vorhin schon bei der Todesstrecke vorbeigekommen. Also ich hoffe, dass die schon war. Ich glaube, ja. Dann war die eh nicht so lang, hm? Nee, die länger in Erinnerung kommt. Vielleicht war es doch nur weiterhin. Auf jeden Fall. Also ja, Kühe. wie wir eben den Pilgrim, ich glaube, noch ein Probereiten wollten, oder? Wie wir die Ankunftsuntersuchung gemacht haben. Das zweite Mal, ja. Wie wir dann nach Hause gefahren sind. Wir waren einfach viel zu lange bei der Züchterin, haben uns total verquatscht. Dann waren wir noch auf einen Kaffee. Und wir sind dann im Dunkeln nach Hause gefahren und es hat den ganzen Tag geregnet. Und es war März und direkt neben der Straße verläuft ein Bach. Das heißt, da war, wie nennt man das? Froschwanderung. Froschwanderung. Das heißt, die ganze Straße war voller Frösche. Am Anfang habe ich noch probiert, irgendwie auszuweichen, aber irgendwann ging es nicht mehr, dass man ausweichen konnte. Und ich habe so viele Frösche getötet. Ja, die Ameisen. Boah, das war eine Todesfahrt. Boah, da graust man jetzt noch. Okay. So, schöne Erinnerungen wieder. Ja, voll. So, wir sind jetzt gerade angekommen und wurden schon ganz nett empfangen, haben die Pferde schon begrüßt und wir werden jetzt auch gemeinsam was essen. Also, ja, sehr gastfreundlich und schaut bitte mal das kleine Baby an. Hallo, kleiner Mann. Das ist eine sehr freundliche Begrüßung. Und wenn man merkt, wie verschmust sie ist, dann weiß man, dass das nicht die Mama von Pilgrim ist. Und hier habe ich den Pilgrim eben vor 2 Jahren gekauft. Ich habe ihn direkt von der Züchterin gekauft. Und Pilgrims Mama steht gerade aktuell woanders, weil sich die 2 Stuten leider nicht mit dem Fohlen verstehen. Die 2. Stute hat leider nicht aufgenommen. Aber der kleine süße Fratz ist da. Entschuldigung, ich muss in Kamera reden. Anweisung von der Regie. Regie ist streng. Er ist leider ein bisschen schüchtern. Herr Süßer. Mathis. Oh, und er hat Schnackerl. Hey. Geh zu Mama. Geh zu Mama. Das ist jetzt doch, Pauli. Ist jetzt doch in Ordnung? Ja. Oh, bitte. Oh, Schnackerl. Ist es doch gut jetzt? Und tschüss. Wenn man sich denkt, dass der Pilgrim auch mal so ein kleiner Spatz war.
Mini-Pipi. Why do I make things complicated? Why do I lose all my control? I keep on letting my bad habits make us both come crashing to the floor. Something to save us, close but we're strangers. Feel like we're far apart. Dripping down the middle. Süßes Baby. Magst du dich? Hm? Da ist es vorhanden, gell? Oh, ist das gut? Oh mein Gott, ist das süß. Ja, schau mal. Du hast mir beide Hände da. Ja, aber ich mag es, dass er dann weggeht. Nein, also. Doch. Ja. Auch nicht die andere Seite. Ich mag es nicht mehr. Bleib noch ein bisschen bei mir. Bist so ein Knopf. Sunset slow, hey. Gotta give me some love, nah, nah, nah. Gotta give me some love, nah, nah, nah. You gotta give me some love, nah, nah, nah. Gotta give me some love, nah. So ganz koordiniert ist er noch nicht. Nein. Wir sind jetzt mittlerweile wieder am Heimweg. Die Zeit ist einfach so verflogen. Wie lange waren wir dort? 6, 7 Stunden. Wir sind so nett empfangen worden. Wir haben gegrillt, einen richtig schönen Vormittag, Mittag, Nachmittag verbracht. Und ja, wie gesagt, sind jetzt wieder am Weg nach Hause. Haben jetzt noch eine gute Fahrt vor uns und wir haben uns auch auf alle Fälle gleich ein Treffen fürs nächste Mal ausgemacht. Da werden sie aber zu uns kommen. Bin ich schon gespannt, was sie zu Pilgrim sagen werden. Und Polizei tut es weg. Die haben keine Masken. Aber wieso hast du das weg? Da du darfst ja eh filmen. Polizei tut es weg. Masken. Aber wieso hast du das weg? Du darfst ja eh filmen. Wie man der Beifahrer nicht filmen darf. Ja, aber du bist abgelenkt. Du. Wir hoffen natürlich, dass euch das Video gefallen hat. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss und Servus. Du musst da noch winken. Ich sag gar nicht Servus. Servus. Wetter top. Fahrbahnverhältnisse top, Nerven top. Oh, jedes Mal, wenn wir da zu der Züchterin fahren, haben wir irgendein blödes Wetter. Jedes Mal. Oh, wie lang nur? Lang. Wieder haben wir die Züchterin noch. Vor den Mengen.